Ja, wir können noch ein bisschen miteinander reden, Chat. Können wir auch noch. Wollen wir noch ein bisschen quatschen? Habt ihr noch Bock? Wollen wir noch ein bisschen talken einfach mal? So ein bisschen Chat-Austausch, AMA, talken. Also ich habe jetzt, das könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen, können noch mal eine halbe Stunde ein bisschen AMA machen. Ask me anything. So, was auch immer, ein bisschen quatschen, was geht so ab, wenn ihr wollt. Kein Problem, immer gern, ja, super gut. Ich muss echt sagen, Leute, danke, dass ihr da seid. Krogi, wie geht's dir zurzeit? Uns mal wieder fühlen, genau, lass doch mal wieder fühlen. Mir geht's eigentlich ganz gut und das eigentlich kann ich weglassen. Ich bin nur so wie alle anderen Leute auch in dieser dubiosen Vorweihnachtszeit irgendwie so ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Irgendwie ist viel, viel zu tun, aber ist noch so ein, ist meistens positiver Stress, tatsächlich. Wirst du über die Feiertage streamen? Ja, kann sein. Also ich will auf jeden Fall mit meinem Bruder aus der Bäckerei noch streamen und ich werde auch noch mit der Band einen Charity-Stream für die eigene Band machen, also für das eigene Bandkonto, was, deswegen kann man es nicht Charity nennen, aber so einen Spendstream müssen wir noch machen, damit wir unsere Autorechnung begleichen können. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Krogi, das will ich auch über die Feiertage haben. Sieht so aus, als ballert das gut. Wo ist dieser Raum? Keller? Ne, dieser Raum ist im Lager von Christoph, von Eid. Der, ich sitze direkt an seinem Klamottenlager. Ich gucke hier raus und gucke mir Pullover an. Bäckereistream, ja. Gibt's bei euch typisches Weihnachtsessen? Ja, ich wünsche mir immer von meiner Mama Hackfleischbrötchen. Das sind einfach Weizenbrötchen halbiert und da kommt der Hackfleisch rein, wird so reingedrückt und dann so Paprika dazu und Käse und das ist das Allergeilste. Ich liebe das. Ohne Scheiß. Ich finde das so geil. Das ist einfach das Allergeilste. Wie läuft das Twitch-Game, Krogi? Ich bin super dankbar und glücklich, dass ich twitchen darf. Also im Sinne von, es gucken Leute zu. Das ist der Punkt, ja? Es gucken Leute zu, die da sind und die irgendwie das supporten und unterstützen, was man macht. Und das finde ich oberkrass. Das begeistert mich total. Wisst ihr, mir geht's ja im Endeffekt viel um Musik und um Unterhaltung von Leuten und ich brauche das irgendwie. Mir macht das irgendwie Spaß. Das Geilste ist immer, wenn ich merke, dass Leute, Zuschauerinnen, einfach eine gute Zeit haben und sich freuen, dass sie da sind. Also, dass sie mich, wenn sie sich freuen, dass sie irgendwie in diesem Stream sind, dass irgendwie gute Leute sind. Das finde ich immer richtig geil. Zudem finde ich es Hammer, dass die Community hier super nice ist. Irgendwie mega Stimmung, alle sind nett, alle nehmen irgendwie aufeinander Rücksicht. Finde ich total krass. Das gibt mir dann auch immer gute Stimmung und dementsprechend bin ich todesdankbar, wenn ich hier bei Twitch was machen kann. Zumal ich jetzt ja auch durch dieses Jahr, was ja bei mir auch, ihr wisst es, derbes Tief gegeben hat, wo ich irgendwie rauskommen musste. Da habt ihr mir halt auch super geholfen mit Support und so. Und jetzt sitze ich hier in einer schönen Kabine und kann wieder Musik machen. Das ist einfach das Allerkrasseste und das ist eine super privilegierte, mega Position, die ich hier habe. Und darüber freue ich mich tierisch. So, dass es jetzt bei Rocket Beans auch noch so ausgegangen ist, dass ich da mehr Twitch nutzen darf, also auch im Sinne der Firma, ist für mich natürlich Win-Win, aber das war nicht meine Intention, als ich nach der Explosion gesagt habe, ich werde mir einen Raum hier hinstellen. Das ist, da wusste ich nichts von. Also für mich ist das Gott sei Dank glücklich ausgegangen, aber ich wollte so oder so ja hier was machen. Und so gesehen, ja, wie läuft das Twitch-Game? Für mich persönlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Also muss ich echt sagen, guck mal, wie viele Leute haben wir gerade hier, die zugucken? 600 Leute oder so? Wir sind sogar gerade noch laut meiner Darstellung hier bei 800 Personen. Das finde ich oberkrass, wenn ich überlege, dass 800 Leute gerade hier reingucken und mich ansehen auf meinem eigenen Kanal, dann macht mich das völlig sentimental und bin mega dankbar. Also ohne Scheiß, ich nehme das überhaupt nicht für selbstverständlich an, sondern ich finde das einfach nur krass. Darf ich fragen, was für eine Explosion? Ja, kannst du machen, habe ich lange Pause gemacht, aber jetzt langsam können wir wieder quatschen. Ich hatte auch schon einen Streaming-Raum. Es gibt schon lange einen Krogmann-Stream, der allerdings mehr so, der war natürlich viel unbekannter. Und da habe ich schon immer Musik gemacht und ein bisschen gezockt und dies und das gemacht. Und dafür hatte ich mir schon eine andere Location angemietet. Und da ist leider am 31. Mai eine Explosion verursacht worden durch eine Person, die da auch zu Schaden gekommen ist, die da verunglückt ist. Da war dann auch meine Räumlichkeit drin und da konnte ich auch nicht mehr streamen und hatte dann einfach die Sachen, die ich in diesen Raum gepackt habe, waren dann auch weg. Das war ziemlich kacke, aber jetzt ja alles wieder gut, aber das ist halt alles passiert und dementsprechend
muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, wie krass das ist, dass wir, also dass das alles wieder so klappt, so, ne? Dass nach einem halben Jahr alles irgendwie so gut ist und so viel Support gab und ich bin da einfach dankbar. Also ich find's einfach, wenn ihr mich danach fragt, vielleicht auf das Twitch-Game, dann kann ich sagen, für mich mega, ich bin einfach nur todesdankbar und find's einfach toll, dass wir hier gemeinsam sind. Und ich freue mich einfach so tierisch über diese Drum-Streams. Glaubt mir, Leute, es gibt mir wenig, was mir so viel bedeutet wie diese Drum-Streams. Ich finde das einfach so cool, dass diese Woche auch noch der Sascha von Shure da war. Also Shure auch mit Mikrofonie. Dass die ganzen Firmen, die hier unten aufgelistet sind, einfach in meinem Herzen einen guten Platz haben, weil die einfach so unkompliziert war. MSI, Elgato, Lumix, dann hier König und Meier Stative, Astera Lampen und jetzt muss ich auch alle auflisten, weil sonst wird's unangenehm. Geber Musik oder Geber Drums. Einfach geil. So Eid natürlich, Studio Bricks hier, diese Soundkabine. Einfach Hammer. Und finde ich einfach geil. So, finde ich einfach hammergeil, dass man so supported wird und von euch. Ihr merkt schon, ich überschlag mich komplett, weil mich das einfach immer noch so so rausholt. So, weißt du? Und das ist einfach geil. Und das finde ich einfach Hammer. Und das zeigt mir auch, dass es einfach geil ist, wenn Leute an einem irgendwie zusammen was erreichen wollen. Jetzt ist es aber so, dass in diesem Stream ja ich hier sitze und euch was erzähle. Und dann ist es oftmals so eine Situation, dass es nicht gleichwertig ist, weil für mich kommt es manchmal so rüber, als würde ich von euch nur nehmen, ja? Dann gibt's hier eine Spende, dann gibt's da Abos und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ab akzeptieren, dass wenn man hier sitzt, ja auch was zurückgibt, indem man einfach da ist. Das heißt, wenn ich jetzt meine Drumstreams mache, dann macht's mir tierisch Bock und mir wird das eigentlich schon reichen. Aber ich habe gelernt oder jetzt auch in diesem Jahr erst verstanden, dass es so viele Leute gibt, denen das einfach auch wirklich was bringt, dass ich da bin und dass die einfach happy sind, wenn ich musiziere oder wenn ich hier zocke oder wenn ich einfach irgendwie jetzt quatsche wie jetzt. Und das ist eine Erkenntnis, die finde ich oberkrass. Und das tut einfach sehr gut. So, und dafür bin ich dankbar, für diese Erkenntnis und dafür, dass es auch so ist und dass es nicht irgendwie eingebildet ist, so könnte es sein, sondern so ist es halt irgendwie auch, weil sich viele Leute melden. Das finde ich halt irgendwie schön. Und das ist halt geil. Dementsprechend jetzt eine längere Antwort auf die Frage, aber Dankbarkeit ist auf jeden Fall vollkommenst vorhanden. So. Also vollkommen. Yo. Richtig schöne Antwort, Mann. Ja. Also du hast mir gerade mit meiner Depression krank zu kommen. Das ist auch krass, dass so war. Press F to spray Nebel. Digga, deine Laune ist so gut und deine Vibes machen einen immer so smile. Das ist völliger Quatsch. Du bist einfach sehr entertained, charismatisch und eben, weil du auf deinem Planeten bist. Das ist einfach. Ja, ey Leute, das ist super nett, aber man muss es ja selber auch. Ich glaube. Viele Leute, die einfach nur einen Blick auf irgendeine Situation werfen, ja, mich so kurz bei Rocket Beans sehen oder kurz mal hier sehen oder so und ich liebe es ja, laut zu sein, bisschen quirliger zu sein, bisschen cringig zu sein, mir macht das ja Bock, so. Ist ja nicht so, dass ich das nicht abstellen könnte, sondern mir macht es ja einfach Bock. Und dann verstehe ich auch, dass man natürlich nur diesen Eindruck dann hat und nichts anderes weiß. So, aber wenn wir jetzt hier ein bisschen Zeit haben, sich zu unterhalten, dann lernt ihr mich natürlich auch anders kennen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist ja auch cool. Und deswegen habe ich immer gedacht, es ist mehr so für viele Leute ein Eindruck, ich würde immer nur irgendwas nehmen wollen oder so, aber es nicht der Fall ist. Und ich möchte einfach eigentlich nur unterhalten oder einfach nur. Weiß ich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich das will, um ehrlich zu sein. Ich kann euch das gar nicht sagen. Das ist wahrscheinlich irgendwas Egozentrisches. So, weil man sich irgendwie gerne reden oder sehen, also gerne hört und gerne sieht oder so. Ich weiß es nicht. Aber es macht mir einfach irgendwie Bock. Und das war ja schon immer so. Es gab ja eine Zeit vor Rocket Beans, wo ich irgendwie auf Bühnen stand und Musik gemacht habe und so. Das macht mir einfach irgendwie Spaß. Und deswegen war das irgendwie vielleicht klar, dass ich auch jetzt hier vor der Kamera sitze. So. Ja. Und dementsprechend muss man. Hä, was nimmst du denn? Ja, realisier das und akzeptier, dass das so ist. Dann hast du die kürzere Zeit, über Dinge nachzudenken, die es wert sind, erkannt zu werden. Sollte aber dann auch nicht weiter bedacht werden. Wie war das? Bedingungslose Hingabe von den Leuten, vom Rechner, von dir. Win-win. Bist du wegsortiert? Narzissmus nennt es sich. Ja, ich glaube aber, es gibt gefährlichen Narzissmus. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der was moderiert, ein gewisse. Also ich glaube, du brauchst schon diese Attitüde. Also Narzissmus, da steckt ein Wort drin, was sehr negativ ist, ja. Und das glaube ich. Ich glaube, du meinst es positiv, aber du hast es, glaube ich, mit einem sehr derben Wort ausgedrückt. Ich glaube, wenn du einfach vor der Kamera stehst, dann geht es nicht umher, dass du irgendwie dich ein bisschen okay finden musst.
sonst brauchst du es halt nicht machen. So, das muss man einfach auch akzeptieren. Es hat aber nichts mit, also das muss aber nicht unbedingt Egomanentum sein. Ja, also Rampensau muss man schon ein bisschen sein wollen. Ich glaube, Narzissmus ist eher was Krankhaftes, was sehr schlimm sein kann. Dementsprechend, glaube ich, muss man damit vorsichtig sein, das zu sprechen. Metagene, vielen Dank für die 2 Monate Abo, richtig nice. Narzissmus im besten Sinne, na gut. Arg, die Betonung war komplett falsch. Du meinst, du nimmst nur statt zu geben. Das ist meine Frage. Wieso meinst du nur zu nehmen? Ich finde, wenn man hier bei Twitch sitzt, ja, hier gerade, also wenn man hier streamt, dann kommt es oft so rüber, dass Leute es geil finden, und das ist auch geil, aber ausschließlich es gut finden, wenn irgendwie abonniert wird, wenn irgendwie Geld gespendet wird, wenn, weiß ich nicht, wenn irgendwas in eine Richtung fließt, monetär gesehen. Und ja, natürlich ist das cool, aber ich, das muss halt irgendwie passen. Wisst ihr, ich finde zum Beispiel nicht verwerflich, wenn ich einen Drumstream mache und sag öffentlich so, ja, ich baue mir damit aber meinen Raum hier wieder auf, weil ich einen Kredit aufgenommen habe und deswegen, wenn ihr euch ein Lied wünscht und möchtet 3 Euro spenden, dann spiele ich das. Finde ich legitim. Aber ich finde, das darf halt nicht überhand nehmen komplett. So, dass man sagt, ja, jetzt ballert hier die Kohle rein, sonst mache ich nichts mehr. Mir macht das einfach Bock. Und ich finde, das ist bei Twitch oftmals so, dass man redet, also viele Leute reden da nicht so drüber. Und das ist mir etwas, was ich auch nicht so gerne mag. Also ich möchte, dass das irgendwie, das mache ich mit nur nehmen. Es muss irgendwie auf einem Level sein, ja. Wenn ihr freiwillig meint, okay, es ist cool, es möchte unterstützen, es ist geil. So, aber ich finde, es muss einfach entspannt bleiben. Und das ist wichtig. Ja, genau. Und das ist... Ich muss auch ehrlich sagen, vor Streaming hatte ich auch nie so richtig Respekt. weil, ja, es ist halt eine sehr, meiner Meinung nach ist es immer eine sehr leichte Art der Unterhaltung, ne? Aber das stimmt halt auch nicht, das muss ich auch mal wieder ein bisschen revidieren. Natürlich können manche Leute besser unterhalten als andere. Ich kann zum Beispiel nicht so gut quatschen. Oder so ein Moin Moin oder so bei Rocket Beans, hätte ich niemals so gut bestreiten können, sitzend vorm Rechner wie Florentin oder Eddie. Das ist einfach, oder auch Nils, so, Simon, never ever. Und das ist auch vollkommen okay, dafür kann ich Schlagzeug spielen. So, das ist, ich glaube jeder, man muss immer sich so ein bisschen einordnen und das ist super schwer in dieser Medienwelt, für sich zu erkennen, was man kann und was man nicht kann. So, und genau. Du kannst das sehr gut reflektieren. Das wirkt halt einfach real und deswegen bin ich gern hier. Das ist schön, dass du schreibst. Genau. Und ich kann dafür aber auch echt, meiner Meinung nach, gut einfach mit nichts irgendwie versuchen, was zu entertainen, so irgendwas zu machen. So. Das ist dann, wenn ich dann meinen Aussetzer habe, dann ist das so. Ja. Hallo, wie lange sind die Bohnen auch schon im Geschäft? Ja, ja, klar. Das ist, okay, das ist jetzt sowas, weil es das so rüberkommt, das ist kein Vergleich. Ich meine ja gerade, ich meine eher damit, Menschen sind unterschiedlich und jeder kann was anderes und das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich bin der Brad Pitt bei den Beans, wird mir gerade geschrieben, schreibt Rauschele. Das ist auch in Ordnung. Selber reflektiert. Naja. Naja, man darf das aber nicht aus den Augen verlieren, weil wenn man sich mit allen vergleicht, ja, es ist halt schwierig, gut drauf zu bleiben. Das habe ich Gott sei Dank nicht. So, und ich habe auch keinen Bock auf schlechte Laune. Das sage ich euch auch, weil jeder ist dafür selbst verantwortlich und jede ist dafür selbst verantwortlich, wie die Laune ist. Natürlich ist es schwierig, wenn man Probleme hat, wenn man vielleicht psychisch nicht so richtig auf dem Posten ist. Das verstehe ich komplett. Allen anderen sage ich aber, ihr seid schon da selbst daran verantwortlich, wie ihr mit dem Leben umgeht. Guckt in den Spiegel, bevor ihr aus dem Haus geht, lächelt euch mal selbst an und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Ich hab dich echt unterschätzt. Du hast, das hast du jetzt echt schön gesagt, Mann. Guck gerade zum ersten Mal deinen Stream, obwohl ich natürlich schon von RBTV kenne. Crazy. Ja. Aber ich verstehe es natürlich auch, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Man hat ja auch nur begrenzt Zeit für Dinge. Zum Beispiel Skill Arena gestern, da setze ich mich ja nicht hin und erzähle euch irgendwas von irgendwelchen persönlichen Punkten, so, das macht ja keinen Sinn. Da ist dann auf die Fresse Unterhaltung, Spiele zocken. So, und das ist ja normal, ja. Dementsprechend, ja, es ist doch ganz schön, dass wir hier
irgendwie eine andere Art von Unterhaltung auch manchmal haben. Und manchmal macht es einfach auch Bock, auf die Fresse zu entertainen oder was zu machen und ein bisschen cringig zu sein. Und manchmal macht es einfach Bock, sich uns zu unterhalten und zu sagen, ey, wir müssen jetzt mal inhalten und es einfach sagen. Und ich muss euch immer sagen, es war ein geiles Jahr auf die Frage. So. Weil es ist viel Scheiß passiert, aber unterm Strich muss ich sagen, es war geil, weil wir sind da wieder rausgekommen. So, also mit geil meine ich, ich bin dankbar. Dankbar fürs Jahr. Dankbar, dass ihr da seid. So, als hätte ich aber vor 4 Wochen anders gesagt. Vor 4 Wochen hätte ich gesagt, es war das beschissenste Jahr aller Zeiten. Und dieses Umschwenken, das konnte ich schon immer ganz gut. Und jetzt unterm Strich muss ich sagen, es war ein gutes Jahr. Punkt. Muss gerade an die Tortur bei Weekly Wahnsinn denken, das war bestimmt hart. Oh, das habe ich vergessen. Ja, das stimmt. Du meinst bestimmt, dass ich nicht lachen durfte. Sehr durchwachsen war das ja. Und das ist das, was uns das Geld aus der Karte drückt. Und wir sind dankbar. Mhm. Ja, das habe ich mir auch hart erarbeitet. Deswegen muss ich da manchmal sagen, ist halt so. Ich kann sich ändern. Aber ich freue mich. Guck mal, jetzt sind wir schon sogar fast 900 Leute. Ich finde es krass, dass ihr einfach da seid und jetzt gerade nicht alle abhaut. Einfach nur, wenn ich was erzähle. Das zeigt mir einfach, dass ihr einfach auch gute Leute seid. Und diese Community ist einfach krass. Ist einfach wirklich. Ich wiederhole mich da auch mit der Wortwahl. Ich weiß. So, man müsste es einfach ein bisschen blumiger beschreiben und irgendwie mehr ausschmücken oder sonst was. Aber es ist das, was ich ernsthaft meine. Ich finde es halt krass, dass wir einen Discord-Channel haben, wo Leute jeden Tag reinschreiben. Jeden Morgen sind da Leute im Discord und schreiben einfach Guten Morgen und sind einfach nett zueinander. Das freut mich immer. Ich finde das einfach schön. Ich finde es einfach geil, dass ihr halt hier nice seid. So, es gibt einfach hier. Ich weiß nicht, eben hatten wir kurz Stress, als ich das Spiel gespielt habe. Da gab es im Chat irgendwie ein paar Momente. Habe ich mir durchgelesen, habe gedacht, nee, alles ist cool, jetzt vertrage ich wieder, alles ist in Ordnung. Du kannst ja auch Meinungsverschiedenheiten haben, aber hier, der Grundtenor ist einfach geil. So, und das ist einfach cool. So, und mir wundert es, wenn man irgendwie nett zu Leuten, dann sind die auf einmal auch nett. Das ist das, was ich meine. Finde ich einfach geil. Ich checke bis heute nicht, was Discord eigentlich ist. Discord ist einfach nur ein Forum eigentlich. So, das ist einfach nur ein Forum für, als Software, Softwareforum. Ja, der Kuri macht Retalk und es klingt positiv. I like. Ja, was soll ich machen? So, sorry mit alt. Ach Quatsch, Mann, wie alt bist du denn? Was hast du ursprünglich mal gelernt, Krogi? Also erstmal habe ich Mediengestaltung für Digital- und Printmedien in der Ausbildung gelernt. In Quakenbrück war da auch mehrere Jahre noch in der Agentur und habe so Agenturtätigkeiten gemacht, mit Kunden was gemacht und so weiter und so fort. Dann habe ich studiert, bin zur SAE gegangen, wollte eigentlich zum NDR, aber das hat nicht funktioniert. Dann bin ich zur SAE gegangen, habe Tontechnik studiert, war dann Bildungsberater dort. Das ist so eine Stelle, dass man quasi anderen Leuten die frohe Kunde des Studiums berichtet und habe dort auch anderen Studierenden quasi Tontechnik beigebracht und so weiter und so fort. Also dort habe ich Tontechnik gemacht und über parallel einfach super viel Musik gemacht, Bands gespielt, Auftritte ohne Ende und dann über einen Zufall zu Rocket Beans gekommen und immer mehr in den Trichter reingekommen. So, ja. Beste Strohhut, Junge. Vielen Dank für die Unterstützung. Discord ist der Twitch-Mutant in Babyschuhen. Nee, das stimmt nicht. Das hat ja mit Twitch nichts zu tun. Discord ist einfach eine schöne Community-Austausch-Plauder-Ecke. Discord ist Teamspeak mit Social Media. Ja. Gott sei Dank bist du nicht beim NDR gelandet. Ja. Was wolltest du als Kind werden? Ich wollte immer Stuntman werden. Ohne Scheiß. Ich wollte nicht Feuerwehrmann werden. Ich wollte nicht Bäcker werden. Ich wollte Stuntman werden. Und mir macht es immer noch Spaß, rumzuspringen. Nee, Heinrich macht heute nichts mehr. Ich werde auch gleich den Stream beenden und euch weiterschicken. Wir haben jetzt gerade einfach nur eine halbe Stunde Talky-Talk. Das ist auch ganz schön. Macht ja auch echt Bock. Ist auch echt cool, dass ihr gerade da seid. Habt ihr eigentlich alles schon gefollowt? Und seid ihr eigentlich schon... Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für meine Sachen, weil das habe ich euch so viel erzählt. Jetzt habe ich meinen Mut gefasst. Ich meine nochmal Werbung für mich. Also geht doch mal bitte... Habt ihr jetzt schon bei Twitch gefollowt? Seid ihr schon im Discord? Und habt ihr schon den YouTube-Kanal abonniert? Das sind die Fragen, die ich euch gerade stelle. Und vor allen Dingen bei YouTube würde es mich auch sehr, sehr freuen. Follows drin. Danke, iGarus. Vielen, vielen Dank. Und hier könnt ihr auch mal drauf drücken, weil ihr eingeloggt seid. Würde es mich sehr freuen. Dann könnt ihr da ein Abo da lassen. Das wäre sehr cool. Ich wollte nichts werden. Das habe ich geschafft. Ich fand es oberschwer nach der Schule. Also ich fand, die Schule hatte mehrere Probleme. Die Schule hat einen nämlich nicht darauf vorbereitet, was eigentlich richtig abgeht nach der Schule. So. Und ich fand es total schwierig, dass das Gymnasium, auf dem ich war, einen irgendwie immer weismachen wollte, nee, du musst studieren. Du musst direkt nach der Schule studieren, alles andere ist Schmutz. Ich weiß nicht, ob das auf allen Gymnasien so war oder ob das nur meine persönliche Wahrnehmung an der Schule war. Es kann auch sein, dass es was Persönliches war. Aber es kam mir so vor, als hätte man unbedingt
studieren müssen, weil sonst wäre man Abfall. So, und guck, der Mike hat immer ein Störgeräusch, sobald du was sagst. Du meinst den Laser. Moment. Mach Laser aus. Lasernebelmaschine ist aus und jetzt müsste es weg sein. Ja? Jetzt haben wir keinen Laser mehr, jetzt haben wir keinen Nebel mehr. Jetzt ist das Störgeräusch weg, oder? Sag's mir. Bin gespannt, ob du jetzt sagst, dass es noch da ist. Jo. Ja, das ist klar. Wenn ich zocke, ist das egal. Da habe ich noch Geräusche im Hintergrund, dann kann ich Laser und Nebel anhaben. Aber wenn ich Musik mache, ist auch egal. Aber kein Laser, kein Nebel. Wo bin ich hier? Ja, ey, die Störgeräusche sind jetzt weg. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, jetzt ist besser. Ja, und das fand ich irgendwie komisch, dass man immer so gesagt bekommen hat, weil man ja eh keinen Plan hat vom Leben oder von dem, was man nach der Schule macht. Das ist ja auch, also ist auch nicht, überhaupt nicht schlimm. Man sollte den Jugendlichen sagen oder den jungen Erwachsenen, Alter, es ist nicht schlimm, dass du keinen Plan hast. Du kannst gar keinen Plan haben, weil die Schule hat dir keinen Plan vermittelt. So. Und das finde ich, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich da viel getan. Abi 2006, Leute, schon ein bisschen her. Aber das fand ich so, auch im Nachgang muss ich sagen, das war das größte Problem. Besonders für Leute, die nicht so klassische Ideen hatten. Ne? Also bei mir war klar, ich werde kein BWL studieren, ich werde kein Lehrer, das mache ich alles nicht. So, das war einfach von vornherein klar. Und gerade so musische Dinge, ich habe, weiß nicht, in Musik immer eine Eins gehabt und so, das konnte ich immer gut. Aber es hat mir letzten Endes nichts in der Schule gebracht. So, man hätte ja auch das, irgendwie ein anderes System würde vielleicht heißen, ja okay, dann wird das mehr gefördert, dann kriegst du auch irgendwie mehr Support. Wobei ich durfte einmal zum Europäischen Parlament mit der Schule. Ich war quasi einer der Sonderlinge, die mit durften. Das war ganz geil. Aber ansonsten, ja, das ist, verstehe ich immer nicht genau, warum man das nicht weiter gefördert, warum das nicht gefördert wird. So. Jazz-Drummer hättest du studieren können. Aber bist du nicht Ausbildungsleiter bei RBTV? Also wärst du vielleicht doch ein guter Berufslehrer. Nein, ich kann gut lehren. Ich kann wirklich Leuten richtig gut was beibringen. Mir war damals in der Schule nur klar, dass ich kein Lehramt studieren möchte. Oder dass ich, weiß ich nicht, BWL oder so klassische Dinge machen möchte. Erstmal vielen Dank an Mochino San. Du hast nämlich noch ein Abo verschenkt. Das ist richtig geil. Ja, also ich kann Leuten echt gut was beibringen, wenn ich selber gerafft habe. Ich kann Leuten nichts, also ich kann nicht gut irgendeinen Scheiß erzählen. Ich muss es selber wissen und dann kann ich es gut vermitteln. Aber ich fand es halt nach der Schule schwierig, weil ich eigentlich was anderes vorhatte, ja. Genau, direkt nach der Schule ein passendes Studienfach zu finden, ist ein Glücksfall, exakt. Herr Krugmann, können wir heute einen Film schauen? Ich glaube, ich wäre auch kein schlechter Lehrer. So, ich wollte es einfach nur nicht studieren, so, und das hätte mir auch keinen Bock gemacht. So, aber jetzt Leuten Wissen zu vermitteln, finde ich obergeil. Das macht richtig Bock. Ich habe auch bei SAE als Dozent paar Vorlesungen gehabt, so, oder gehalten. Also ich habe die ausgeführt. Die Leute waren immer zufrieden. Ich habe den Leuten immer sofort Feedbackbögen gegeben, sagen, ey, jetzt trag da positiv ein, du Arschloch. Sonst kriegst du eine schlechte Note. So habe ich es gemacht, die waren immer happy. Und das war in Ordnung. So. So soll man es ja auch machen. Anders kann man ja auch nicht bestehen im Leben. Immer die Leute unter Druck setzen und dann ist das in Ordnung. Nee, ich habe es einfach genauso gemacht, wie ich mit euch gesprochen habe. Ich habe einfach mich dahingestellt und gesagt, so, was wollt ihr wissen? Das und das können wir machen und dann gucken wir mal. Und das ist immer so ein Nehmen und Geben, meiner Meinung nach. Ich finde das immer blöd, wenn einer was erzählt. Also genau das Gegenteil von dem, was ich hier gerade mache, nämlich euch was erzählen. Und nicht, wenn ich zurückkomme, das finde ich immer blöd. Wobei, ihr habt einen Rückkanal, ihr könnt schreiben. Und das ist irgendwie gut. RB Monty hat 5-mal Werbung. Das tut mir leid. Ich kann es halt nicht ändern hier gerade bei Twitch. Ich weiß nicht, warum so viel Werbung kommt. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass sie gleich weg ist. Ich habe hier nichts gedrückt oder sonst was. Sie kommt einfach rein. Wissen vermitteln, wenn der Schüler es auch wissen will, ist immer geil, auf jeden Fall. Das ist halt auch jetzt geil in der Ausbildung, wenn zum Beispiel Dennis, mein Azubi, der ist halt super. So, der hat halt richtig Bock und es macht mir ober viel Spaß. Genau sind aber auch meine weiteren Audiokollegen, Clara, Julius und Felix, die sind auch super und vermitteln Wissen total gerne. Es ist total geil, Dennis kriegt richtig viel mit und ist einfach Win-Win für alle. Wenn du aber jemanden hast, der keinen Bock hat, dann ist es so komplett pain in the ass, so. Das muss man einfach mal sagen. Könnt ihr mich eigentlich noch hören? Ist noch irgendjemand da, der mich gerade hört? Oder seid ihr alle in der Werbung? Es müssten ja zumindest ein paar mit Abos keine Werbung bekommen, oder? Ja.
Seid ihr zurück? Hallo Leute. Es tut mir leid, dass ihr so viel Werbung habt. Ich verstehe es nicht wirklich. Wenn jemand weiß, wie es geht, lasst uns jetzt nicht im Chat darüber reden. Kommt ins Discord, schreibt mir da eine Nachricht. Meine Support-Nachrichten an Twitch haben irgendwie kein positives Ergebnis gebracht. Danke fürs Reinabonnieren. Ich hoffe nur, dass die Werbung euch nicht zum wahnsinnig Reinabonnieren bringt. Dann ist auch okay. Aber ihr seid auf jeden Fall zurück. Cool. Wo sind wir stehen geblieben? Achso, ich wollte nur sagen, dass es cool ist, dass eben Dennis... mein Azubi einfach so viel Bock hat und Clara, Felix und Julius, die anderen Audiokollegen, die machen auch einen super Job, wollen ihm Wissen vermitteln, das ist Win-Win. Wenn du aber jemanden hast, der keinen Bock hat, dann ist Lehren einfach auch Pain, muss man auch mal sagen, ja. Und wisst ihr eigentlich schon, dass ich in die Redaktion gewechselt habe bei Rocket Beans? Also ich bin jetzt mehr, also ich bin noch ein kleines bisschen in der Regie, aber gar nicht mehr viel. Würde ich nur ein ganz kleines bisschen. Und ich habe halt noch Dennis als Ausbilder sozusagen. Das ziehe ich auch noch durch. Aber ich bin jetzt mehr für Ausarbeitung von Sendungen verantwortlich. Wie zum Beispiel jetzt gestern Skill Arena oder so. Und das ist für mich eine schöne Aufgabe, über die ich mich sehr freue. Ja. Ja. Sehen wir cool. War's cool, ja. Hat Reinke wollen. So, es war cool. Renke hat das ein bisschen initiiert, hat mich sehr gefreut. Einfach, weil ich auch schon ein bisschen berufsblind wurde. Also ermüdend. Also Tontechnik ist ein super Job. Macht mir auch nach wie vor viel Freude. Nur immer die gleichen Handgriffe zu machen, hat dann doch schon was sehr, Fließbandarbeitmäßiges so. Das hat mir dann nicht mehr so schon lange Zeit nicht mehr so getaugt, muss ich sagen. Dass ich sehr froh bin, dass ich neue Aufgaben habe, die mir dann wieder so ein bisschen das Gehirn anregen. Das ist gut, ehrlich gesagt. In deinem Fall eher berufstaub, oder? Ja. Ja, du hast Energie, sowas braucht man. Easy. Habt ihr eigentlich weniger Mitarbeiter bei Rocket Beans? Wie weniger, was meinst du? Machen wir wieder was mit Reinke. Ja, ich frag Reinke immer, aber er hat natürlich irgendwie super viele Meetings und mal viel zu tun. Wie ist eigentlich die Stimmung momentan nach letzten Woche? Für mich. Ja, lass uns fast aber, also lass uns. Ja, also ich glaube, durchwachsen, um ehrlich zu sein, ist ja auch schwierig, solche Themen. Für mich persönlich, ich kann eigentlich nur von mir sprechen, weil ich auch gar nicht. Ich hatte jetzt mit Skill Arena so viel zu tun und hab gar nicht so viel andere Leute gesprochen, ja. Also deswegen kann ich es gar nicht so richtig beurteilen, aber ehrlich gesagt. Gibt es noch einen Grund, warum ich es nicht so richtig beurteilen kann? Weil wir immer noch in dieser Pandemie leben, die mich einfach richtig abfuckt. Und dementsprechend sehe ich die Leute nicht so richtig, um sich auszutauschen. Aber natürlich ist das alles irgendwie kacke, nicht geil. Und muss jetzt irgendwie natürlich weitergehen. Punkt. So, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Karrierist der Reinke. Servus. Independence. Was war denn letzte Woche? Ja, ey, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock, dass gleich das. Aber wenn wir das jetzt anfangen, ja, das Thema, guck ins Forum. Wenn wir das jetzt komplett auspacken, das Thema, dann werden wir nie hier auf ein anderes Thema kommen, weil alle irgendwie Gesprächsbedarf haben, obwohl alles geklärt ist. Mit anderen Worten, wir hatten ein Plagiatsproblem bei Rocket Beans und da hat Sandro was mit zu tun. Sandro ist nicht mehr bei der Firma. Punkt. Und jetzt klingt das so hart, was es natürlich auch ist. Aber Sandro ist ein Kumpel von mir. Ich wünsche ihm alles Gute von Herzen. Freundschaftlich ist natürlich auch alles cool, keine Frage. Und das mehr kommt jetzt auch nicht von mir an diesem Punkt, muss ich sagen. Ja? Point. Genau, es ist so, wie es ist. Was soll man machen? Positive Vibes. Themenwechsel. Ja. Heinrich ist online. Heinrich hat gestern ein neues Video aufgenommen. Ist bei YouTube online. Könnt ihr euch angucken. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Ihr Geilen. So ist es. Fight Club mit Wallewand. Ey Leute, das war gestern wirklich...
Game Just Chatting. Ach so, wie ändert... Warte mal, das... Wie kann ich das? Wie kann ich im... Ich kann doch einfach... Warte mal. Slash und dann ist es Title, oder? Nee, wie heißt das bei... Ich kann doch im Chat den Titel ändern. Soon macht das immer so gut. Set Game. Set Game. Und dann Just Chatting. So. Ab niemals. Nee. Nein, das können wir auch. Ich möchte nur wissen, welches es ist. Mods, Gift, Color, Block, VIP, Unique, Slow, Restrict, Rate, Monitor, Mark, Goal. Category, ah, das kann auch sein. Gibt's das? Muss man ganz nach oben. VIP. Gibt's nicht? Nein. Category gibt's auch nicht. Help. Vote. Bun. Ausrufezeichen. Game. Just Chatting, ja? Okay. Okay, oh, das muss ich mir merken. Ausrufezeichen Game, Just Chatting. Alles klar. Bann ist ein guter Comment. Titel könnte man auch ändern. Wie ist das? Das ist ein Ausrufezeichen Title, oder was? Kein Ding, Bro. Vielen, vielen Dank. Das ist die Hilfe, die ich brauche. Funst. Geil, wieder was gelernt. Soon arbeitslos. Alle sind traurig. Nee, Soon ist... Soon, ey, ohne Scheiß. Ich bin ein bisschen stolz auf Soon. Ich weiß nicht... Und ich bin auch stolz auf Doom. Ich bin mir nicht sicher, ob... ich weiß es wirklich nicht, ja? Ich bilde mir ein... Soon hat ja schon... Also, Soon macht ja schon immer Musik. Und seit kurzer Zeit spielt Soon ja auch Drums. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar Soon ein kleines bisschen influenced hab. Weiß ich nicht genau. Ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich es geil, dass er drummt, ja? Und find's Hammer. Und ich find seinen Drumstyle so geil. Weil er drummt so komplett unkonventionell. So einfach, er macht's einfach. Das finde ich gut. Das ist eine gute Einstellung. Einfach mal Dinge machen. Und nach 6 Monaten ist er schon richtig gut. Ja, genau. Das ist schon richtig krass. Also guck doch mal bei Soon rein. Natürlich finde ich es ein bisschen schade, dass Soon letzten Mittwoch auch immer getrommelt. Das fand ich immer ein bisschen schade. Das muss ich Soon nochmal sagen. Vielleicht müssen wir uns da absprechen. Aber wir sollten auf jeden Fall ein Drum Battle machen. Soon ist auf jeden Fall ein richtig guter Dude. Auf jeden Fall. Richtig gut. Aber das finde ich auf jeden Fall geil, dass er trommelt, muss ich sagen. Beef. Ja, ist Beef auf Tod. Guter Typ. Hier gibt's ja, wie gesagt, in diesem Chat gibt's Good Vibes only. So, deswegen kann ich auch mal Good Vibes erzählen. So. Drum on Drum. Nee, Horse on Horse ist das neue Format. Horse on Horse. Wann gibt's den Drum-Unterricht für Cody? Stimmt, das haben wir auch noch. Mal etwas zusammen machen, auf jeden Fall. Kommt Horse on Horse wirklich oder geht den Druck? Doch, der Horse on Horse kommt. Das ist das nächste große Ding. Was macht Denzel gerade so? Wir hatten gestern Skill Arena. Wir waren noch, die Pre-Show haben wir auch live hier auf dem Kanal gemacht. Waren wir bei Burger King gestern, Walle, Denzel und ich. Das haben wir gestreamt, das war ganz gut. Dann haben wir Skill Arena gespielt, das kommt auf den Rocket Beans Gaming Kanal. Ich weiß nicht genau, wann, heute vielleicht? Morgen? Auf jeden Fall jetzt bald. Und das war eine sehr gute Sendung. Ja, es wurden 3 Spiele gespielt, nicht nur das. Wann kommt Chris Harms mal vorbei? Ich frag ihn mal. Machst du mein großes Rockstorm-Styling mit Walle? Gerne. Bei Scrabble bin ich nicht dabei heute. Nee. Weißt du, ob Denzel fort mal zu streamen? Ich denke schon. Doch, denke ich schon. Ich habe auch oft gelesen, dass, also mein Eindruck von der Umstellung ist, dass viele Leute es cool finden,
dass viele Leute es aber auch nicht so geil finden, wenn wenn alle irgendwie parallel streamen zu Rocket Beans Inhalten. Verstehe den Punkt auch komplett. Müssen wir nur ein bisschen überlegen, ob man das irgendwie anders nochmal angehen kann. Wie zum Beispiel gestern, Rocket Beans ist live und dann sind irgendwie alle aus der Stream-Unit auch live, so fast. Es, ja, verstehe den Punkt. Vielleicht kann man das irgendwie besser lösen. Wäre auch mein Wunsch, ehrlich gesagt. Und ansonsten ist ja auch diese erste Twitch-Unit auch vielleicht erstmal nur ein Versuch und die, dass man dann ausweiten kann. Also, ich weiß nicht, wenn Dennis Bock hat, kann ich mir schon vorstellen, dass das passt. Ja. Ey, bei Skill Arena sollte es mehr Einsatz geben. Zum Beispiel könnte man Valle rasieren oder so. Wir haben bei der Skill Arena ganz lange, also wir haben uns wirklich super viele Gedanken gemacht. Die Skill Arena, jetzt ohne zu spoilern, ja? Wer von euch hat gestern die Skill Arena gesehen? Also gibt's ein paar? Kurz über die Skill Arena noch sprechen. Also jetzt nicht spoilern, aber ich möchte einmal wissen, eins, wer es gesehen hat. Gibt's ein paar, die es gesehen haben? Okay. Und jetzt die, die es gesehen haben, ja, wissen, also nicht spoilern bitte. Die es gesehen haben, wissen, dass wir versucht haben, die Skill Arena ein bisschen zu verändern. Also, das Konzept ist gleich, aber ein bisschen größer zu machen, länger zu machen. Grafisch ist da viel passiert. So, hat euch das so, nur einmal ja oder nein? Ihr solltet ja noch in einem YouTube-Video dann wirklich kommentieren, eure Meinung abgeben, wie so im Detail das war. Aber hat euch das gefallen, so von der Veränderung? War das gut? Cool, okay. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Ja, 15 Minuten fand ich lang, so war es fast lang für einen Run, ja, okay. Ja, Knackwurst Karl, das stimmt. Da war ich aber auch, da dachte ich auch, Walle, was machst du jetzt, ey? Das war irgendwie, da hat er irgendwie die Grafik, was er umgedreht hat und so. Bisschen zu durchgedreht für meinen Geschmack, okay. Versteht das, ist auch ein Punkt. Sehr aufwendig. Aber mega. Ist wirklich aufwendig. Also wir haben sehr lange überlegt, wie wir es machen können, wie wir das verfeinern können. Und tatsächlich war ich auch irgendwann beim Spiele mit Schmerzgedanken, ja. Aber ich möchte gerne Spiele mit Schmerz anderweitig zurückbringen. Ist aber schon gespoilert, wa? Nee, ist es nicht. Ehrlich gesagt. Also ich möchte es ungern vermischen. Beziehungsweise haben alle gesagt, das bringt nichts. So, und klebt das für Matteo, ja. Naja, wenn nicht Corona gewesen, wäre das Spiele mit Schmerz schon längst zurückgekommen. Auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich mir so auf die Fahne geschrieben, okay, wir hatten ja Matteo einmal da noch. Eigentlich habe ich mich dafür für zuständig gesehen, Spiele mit Schmerz zurückzubringen. Ich fand die Episode mit Matteo, mit Jared, mit Simon fand ich super. Ja. Und ich finde, das kann man auch anderweitig zurückbringen, so. Und das kann man auch in einem ganz anderen Rahmen noch zurückbringen, so. Vielleicht ein bisschen kleiner gedacht. Also wirklich so rausgehen und so. Aber das hat Bock gemacht. Nur dann kam halt Corona, deswegen gab es da auch nichts mehr in dem Bereich. Nur man hat jetzt bei der Skill Arena natürlich auch gedacht, okay, was für einen Einsatz kann man bringen, wenn man verliert, beziehungsweise was für eine Strafe geht man ein oder wird man nur belohnt oder wie auch immer. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es einfach so, der beste Weg war. Kannst auch mal Henno fragen. Mhm. Ja. Aber ich finde schön, dass Krogi sich bei uns Feedback anhört. Wird ja gerne mal vernachlässigt. Wird das wirklich gern vernachlässigt? Ich habe den Eindruck, dass das eigentlich nie vernachlässigt wird. Aber es ist interessant, eure Perspektive zu hören. Weil ich kenne ja nur meine. Und ich lese mir immer alles durch. Cool, Bammel83 hat einen schönen Kommentar für Skill Arena abgegeben gestern. Freut mich. Bei dir nicht, in der Welt schon. Ja, das stimmt. Wir können auch gerne mal Horror oder so machen, damit der Heartrate. Ja. Wurde wahrscheinlich schon gefragt, aber hast du Bock, Heinrich durchzuspielen? Ja, auf jeden Fall. Ich spiele Heinrich durch, das habe ich mir schon überlegt. Das ist auch so mein erstes Let's Play, was ich auf den YouTube-Kanal reinbringe. Und deswegen sage ich auch nochmal,
lasst ein Abo da. Guckt da mal rein. Also, es ist jetzt nicht mein Hauptmotivator, ne? Also, ich werde das bringen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ein paar Leute bei YouTube reingucken oder da zumindest mal kommentieren oder so. Das fände ich, weiß ich, das freut mich einfach. Ja? Deswegen guckt ihr mal drauf. Horror mit VR, gruselig. Ja, ich, Simon und ich wollen VR zusammen streamen, haben wir schon gesagt. Und da würde ich doch gern direkt Feedback zu Feedback geben. Meine Freunde und ich schauen gerne RBTV-Content am Fernseher und nutzen daher beispielsweise die Kommentarfunktion nicht. Und wenn ich mal am PC bin, denke ich auch nicht dran, irgendwas im Forum zu posten. Achso, ja. Das verstehe ich. Aber ist ja auch keiner böse drum. Also alles cool. Ein Kingdom Come Let's Play liegt bei mir in der Wiedergabeliste. Alle Folgen natürlich, steht's da fest. Ich habe eine Playlist erstellt, hast du gesehen? Ist geil, ne? Ich muss das einfach mal sagen. Ich weiß, das ist so super Dulli-mäßig, das macht jeder bei YouTube, aber ich habe eine Playlist erstellt, einfach nur mit Kingdom Come Deliverance-Inhalt. Ist das nicht geil? Ich find's schon geil. Einfach nur Hammer. Moin, ihr Sweeties. Hallo, Buffy the Old. Mega. Ja, Mann. Hacker-Typ. Krasser Hacker. Das ist sehr gut und auch sehr nützlich. Da finde ich es cool, dass ihr mittlerweile über Twitch streamt, weil man mal am Handy oder am Fernseher eher den Chat nutzen kann. Ah, ja, verstehe. Playlist-Hype. Auch bald Ferien, kann ich mir den Kram auch mal anschauen. Ja, ich glaube, man muss sich am Anfang ein bisschen durchkämpfen, muss sich darauf einlassen, muss akzeptieren, dass Heinrich schon ein richtig zurückgebliebener ist. Aber dann macht es, glaube ich, Bock, ehrlich gesagt. Und man kann ja auch ein bisschen skippen zur Not, wenn man das nicht gut findet, dass man immer im Gefängnis ist. Meine dumme, andere dumme Frage. Gibt es für die Drum-Sessions von dir zum Beispiel eine Spotify-Playlist zum nachfolgenden Nachhören? Die VODs müssen ja leider gelöscht werden. Ja, ich habe eine Spotify-Playlist. Da ist viel drin von dem, was ich spiele. Nicht alles. Ich glaube, warte, habe ich da nicht auch einen Befehl für? Nee, warte mal. Music, glaube ich, nicht Musik. Ja, da ist meine Spotify-Liste. Ich weiß nicht, ob ich bei Skill Arena das Verrückte durcheinanderreden während des Runs besser finde oder ob es geiler wäre, wenn ein Caster dafür gäbe. Haben wir uns auch überlegt. Tatsächlich, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Caster das Format eher schlechter macht. Tatsächlich. Wir wollten das schon machen. Wir haben jetzt hier auch so kleine Matzen und so, habt ihr ja gesehen, die ja irgendwie ganz funny sind. Übrigens, wir haben ja aufgefordert, dass mehr Beleidigungen reinkommen sollen von den Leuten, die das gesehen haben. Auch von euch allen, also auch für die nächsten Folgen. Dann brauchen wir mehr Beleidigungen von euch, mehr kurze Matzen. So, ey du Dulli! Krogi, du Dulli, das war ja gar nichts, sowas in dem Style. Nur gestern haben wir es nicht geschafft. Also gestern waren einfach nur Matzen drin von bekannten Leuten quasi. Und das tut mir persönlich leid, weil man jetzt denken könnte, jetzt nehmen die das ja eh nicht. So, es gab nämlich auch ein paar Einsendungen, aber das haben wir einfach irgendwie nicht hinbekommen. Beziehungsweise, ich glaube, es gab irgendwie ein Abspielproblem und deswegen hatten wir nur eine Handvoll Clips, die irgendwie funktioniert haben. Das muss man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen. Das werde ich auch nochmal unter das Video schreiben. Mit der Bitte, dass dann auch mehr Matzen eingeliefert werden. So. Der Aufruf kam auch einfach zu kurz vor sich. Ne, das stimmt nicht. Der ist schon echt lange im Forum. Das stimmt nicht. Fand den Einspieler trotzdem richtig geil. Zitat Kündigung, ja. Ins Forum gucken viele nicht rein. Ja. Oh, you love cop. Ist es Absicht, dass sich dein Bildschirm hinten im Raum spiegelt? Guck Game One wirklich immer gern. Hä? Meinst du? Hinten ist der Chat. Das spiegelt sich? I don't know. Hallo. Aerosoft Official. Alter, ihr seid VIPs. Ich bin Aerosoft-Fan. Ich bin Aerosoft-Fan, Leute. Geil. Auch mal ein, nochmal ein großes Lob an die ganze Moderation von RBTV. Wie, Watti, meine Hackpresse wird auf RBTV gezeigt, kann ich dabei beleidigen? Ja, genau. Wohin kann ich die Mail senden? An community@rockedbeans.tv tatsächlich. Nein, das ist ein anderer Bildschirm. Also hinten ist ein Fernseher, ne? Falls du das meinst. Da ist ein Fernseher und da ist gerade der Chat drauf.
Ja. Gibt es denn aber Hard Fact TV? Ja, wenn's, ich sag euch nur, wir sichten das, wenn es zu hart ist, zeigen wir es nicht, ne? Also, deswegen musst schon ein bisschen real bleiben. Disco beleuchten kann auch sein. Wie ist dein Verhältnis zu Ananas auf Pizza? Absolut schlecht. Ein ganz schlechtes Verhältnis habe ich dazu. Kein gutes Verhältnis, muss ich sagen. So, ihr Lieben, jetzt ist aber Ende. Ende mit Talk. Jetzt haben wir schon genug getalkt. Jetzt geht's hier direkt raus. Schön hier gewesen zu sein. Yes, easy, easy. So, wir haben Sifu gecheckt. Da bin ich vorbereitet für meinen Game Talk. Das ist gut. Und jetzt schicke ich euch mal zu. Haben wir denn schon Rocket Beans live? Ne, haben wir nicht. Dann schicke ich euch mal zu Kapuzenwurm. Ich schicke euch einfach mal zu Kapuzenwurm. Der freut sich. So, ich bedanke mich für die Unterstützung. Schön, dass wir ein bisschen quatschen konnten. Hat Spaß gemacht. Denkt an, Skill Arena heute ist dann die Scrabble Night bei Rocket Beans TV. Ich glaube, es wird richtig geil. Sollt ihr euch auf jeden Fall geben, ja? Also einschalten. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Guckt euch das an. Machst du mal einen Weihnachtsklönen? Na klaro. Logisch. Also, Lieben, tschüssi!